Auf der Nintendo 64 gepublished von Nintendo. Erstellt von Intelligent Systems Co. Limited. Präsentieren wir euch. Heute werde ich euch eine Geschichte erzählen. Weit, weit weg. Hinter dem Himmel. Weit über den Wolken. Wird gesagt, dass da Sterne leben. Im Starhaven. Da gibt's einen Schatz, der nennt den Starrod. Der kann alle Wünsche erfüllen, aber der ist nicht aus Kirby. So, und dieser wird bewacht von ein paar Sternwesen. Gucken den jeden Tag an, haben nichts anderes zu tun. Doch auf einmal. Oh mein Gott, was zum... Wer hat diesen Comic dahin geklebt? Haha, ja, ich war's. Irre komisch, was? So, jetzt kann ich endlich Mario besiegen. Jetzt gib mir den Star Rod. Los, mach es, Cammy Cooper. Brown. Nein, das sollt ihr nicht tun! Versuchen wir das mal auszuprobieren, dieses Ding. Hört auf! Bowser, lass das! Du veränderst unsere Geschichte! Wir haben es geschafft! Das war ja ganz leicht, ein Kinderspiel! Oh nein. Jetzt kann keiner mehr Wünsche erfüllen. Das ist irgendwie wie Mario RPG, oder? Was sollen wir jetzt tun? Wer kann uns jetzt noch retten? Okay, die Antwort, die steht gerade. PayPal Mario! Ja, der Typ, ihr kennt ja Mario alle sicherlich, ne? Jetzt stellt euch vor, wir hätten ihn in die Hydraulikpresse gepackt. Und er wäre überlebt worden. Dann wären wir ein Paper Mario, mehr oder weniger. Ja, und damit herzlich willkommen zu Paper Mario. Mehr oder weniger ein Nachfolger zu Mario RPG. Es kam von nach Mario RPG raus. Und ist von, ich glaube, den gleichen Machern oder ähnlichen Machern. Bin mir gerade nicht genau sicher. Jedenfalls habe ich dieses Spiel nie gespielt. Ihr könnt mich aber betrachten als jemand, wo Paper Mario Stickers da auf dem 3DS gespielt hat und Stickers da wirklich sehr gut findet. Ja, ich finde Stickers da so gut. Und ich will wissen, wie gut denn auch die alten Teile sind. Und hauptsächlich spiele ich das Spiel hier, weil demnächst das Remake zum zweiten Teil, Thousand Year Door, rauskommt. Ach, jetzt spielt er auch noch das Intro auf Deutsch ab? Ach, egal. Jetzt ist es zu spät. Ich dachte, er spielt sich auf Deutsch ab. Egal. Wir fangen direkt an. Ich spiele hier komplett blind. Ich weiß nur ein bisschen was. So hier und da ein paar Ausschnitte vom Spiel. Aber so wirklich was weiß ich nicht. Ich kenne aber die Partner. Zum Teil. Die Story weiß ich aber nicht. Aber das klang gerade sehr, sehr nach Mario RPG. Hat die gleiche Story mit diesem riesigen Stern, der Wünsche erfüllen kann. Der geht kaputt, der kann keine Wünsche mehr erfüllt werden. Das klang gerade sehr ähnlich. Ja, wie heiße ich nochmal? Verdammt. Ah, Mike heiße ich. Oh mein Gott, ja. Ja, der Name hat nichts zu bedeuten. Das ist einfach nur, wie der Speicherstand heißt. Wir spielen trotzdem als Mario und der heißt auch Mario. Na, ist klar. So, fangen wir an! Ach ja, ein legendäres Intro. Hey, die Post ist da! Oh yeah, wir haben meinen Brief bekommen. Wir haben meinen Brief bekommen. Wir haben meinen Brief bekommen. Ich frag mich nur von wem. Hey Mario, Prinzessin Peach hat uns geschrieben, Mann. Oh. Ja, Mann, ich lese den Brief vor, okay? Also gut, mal sehen. Ich gebe heute in meinem Schloss einen Empfang. Mario und Luigi, es wäre mir eine Ehre, euch begrüßen zu dürfen.
Viele Gäste aus nah und fern hoffen auf euer Erscheinen. Ein prächtiges Bankett und allerlei Unterhaltung erwarten euch hier. Eure Peachy! Hat sie Kuchen gesagt? Da müssen wir schnell hin. Bisschen Party! So, Leech ist natürlich auch eingeladen. Bring meinen Bruder immer mit. Wo sind wir hier eigentlich? Ist das hier Mushroom Kingdom? Toad Village? Hat sich ein bisschen verändert. Genau wie das Schloss. Der Vorgarten. Aber ist ja in jedem Spiel anders. Bauen sie immer neu. Immer Renovation. Peach ist nie zufrieden. Ah, was für ein Schloss. Ja, jetzt kann ich verstehen, warum Peach das anders haben wollte. Ich kann mich nicht daran satt sehen. Offenbar sind die meisten Gäste schon eingetroffen. Wir sind wohl die Letzten. Oh, Mama mia. Aber schau dich mal die Grafik an. Ich meine, der Sinn der Grafik ist natürlich, gerade vom Artstyle, dass es aussieht wie Papier oder wie gebastelt. Und ich kann euch sagen, der erste Teil hier, der macht zwar ziemlich gut, aber macht von allen Teilen am wenigsten gut, kann man sagen. Tori! Ah, ich habe noch nie so viele exotische Leute an einem Ort versammelt gesehen. Hier kannst du sicher viele Geschichten von Orten hören, die du noch nie zuvor gesehen hast. Und woher weißt du das? Mario, gut siehst du aus. Ich hoffe, du genießt den Empfang. Aber immer doch. Hey, du da, du siehst sehr bedrohlich aus mit deinem kleinen Speer. Willkommen im Pilzpalast. Ah ja. Hey, Burks, Mario, ich hoffe, du hast ordentlich Appetit mitgebracht. Es gibt jede Menge gutes Essen hier. Ich hab wohl schon zu heftig zugeschlagen. Ich werde ein kleines Päuschen einlegen. Nun, das sollte reichen. Ich bin schon wieder hungrig. Stirb das Buffet! Okay, du, viel Spaß. Ah, guck mal, der blaue Tod hier. Ah, seid gegrüßt, Mario. Hast du schon Frosty kennengelernt? Er ist den weiten Weg von der Bibber-Region im hohen Norden hergekommen. Ist das Gen 10 oder was? Prinzessin Peach ist genauso großzügig und warmherzig, wie man es sich erzählt. Die anstrengende Reise hat sich wahrlich gewohnt. Mario, bitte besuche uns eines Tages. Du bist uns jederzeit herzlich willkommen. Maybe. Find's übrigens komisch, weil das Spiel kam ja auf N64 raus und da hat man jedes einzelne Spiel mit dem Stick gespielt, egal ob 2D oder 3D. Und ich denke mir die ganze Zeit, ja okay, ich will mit Joy-Cons spielen, es funktioniert aber nicht. Das ist einfach so ein N64-Ding. Naja, gut. Ich bin zumindest immer NSO, für die, die sich wundern. Ah, oh, hallo Mario, ich bin Omelette. Ich koche für mein Leben gern. Weißt du, dass ich das Festmahl für diesen Empfang zubereitet habe? Ich habe mein Bestes gegeben. Aber, oh je, ich habe mich so bemüht, dass ich all meine Zutaten verbraucht habe. Jetzt muss ich mal wieder einkaufen gehen. Hey, hier ist doch ganz viel. Was sagst du? Ich versuche ständig meine Kochkünste zu verbessern. Ich hoffe, dass ich eines Tages so gut kochen kann, wie die berühmte Omelette. Ja, ihr Name Omelette, ne? Kannst du auch kochen, Mario? Du solltest es lernen! Für mich ist Kochen ein Riesenspaß! Boah, sorry du. Also, Mario kann bestimmt kochen, aber ich definitiv nicht. Aber einfach Fertigfutter kaufen. Weniger Arbeit. Und schmeckt doch immer noch halb so gut. Nein, keine Ahnung. Mal kochen kann, ist natürlich krass. So, ich gucke mich ja noch ein bisschen um. Denn ich weiß, da oben geht es bestimmt weiter. Kann ich nicht lang? Scheint sich nicht zu öffnen. Hm, kann wirklich nicht lang. Ah, gut. Ich kann die Kamera übrigens auch nicht drehen. Oder? Kann ich das? Ah, ich kann so ein Menü oben ploppen lassen mit den C-Sticks. Mit den C-Knöpfen. Auf dem N64 waren das die Knöpfe, ja? Kein Stick. Hi! Ich hab noch nie so viele krasse Leute gesehen. Ja, okay. Guck mal, die beiden Mädels hier. Toadette aber vorher noch. Prinzessin Peach freut sich schon den ganzen Tag auf dein Kommen, Mario. Sie ist völlig aufgekratzt. Wie süß. Echt? Oh, willkommen, Mario. Der letzte Empfang war einfach umwerfen. Oh, übrigens, Prinzessin Peach wartet auf dich. Ja, das weiß ich. Sie hat mir extra einen Brief geschrieben, dass ich ja soll. Aber ich wollte gucken, ob es noch irgendwas gibt. Kann ich nicht rüberspringen? Doch, kann ich. Aha. Yeah. Ja, yeah. Da hinten ist Bob on Battlefield. aus irgendeinem Grund ist da keine Tür.
Aber nicht schlimm. Hi, Pinguin. Bist du aus dem Mario-Film entkommen? Wow, dieses Schloss ist absolut atemberaubend. Ich wünschte, ich könnte für immer hier bleiben. Das ist doch bestimmt dein eigenes Eiskönigreich, oder? Prinzessin Peach hat sich in ihre Gemächer zurückgezogen. Sie ist wohl etwas müde. Okay, komm ich sie mal wecken. Peachy Baby. Oh oh, es geht nur noch weiter. Na, okay, sind die Treppen hochgegangen? Sei gegrüßt, Mario. Ich bin der Minister dieses Palastes. Ist das der gleiche aus RPG? Ich weiß nicht. Es ist schön, dich hier zu wissen. In deiner Gegenwart fühlen wir alle uns sicher. Ja, unsere Zukunft scheint eine strahlende zu sein. Kein Problem. Oh Gott. Hi. Ich komme aus einer Wüstenstadt namens Staubtrockener Vorposten. Dieses Schloss ist für mich wie das Paradies. Einfach umwerfend, kühl und bequem. Ich hatte sogar schon eine Audienz bei der Prinzessin. Welch eine Ehre. Wenn ich in die Wüste zurückkehre, werde ich jedem davon erzählen. Cool. Piep, piep. Mein Name ist Noma die Maus. Ich komme aus der staubtrockenen Wüste. Die Leute in dieser Stadt sind so unglaublich freundlich. Ich denke, ich werde diesen Ort zu meinem zweiten Zuhause machen. Ja, also die Renovation hier hat sich gelohnt. Nun, heute haben wir Besuch aus dem staubtrockenen Vorposten der Bibberregion Kuperheim. Es sind so viele. Ich verliere langsam den Überblick. Und von wo magst du sein? Oh, du bist ja Mario. Es tut mir leid, Entschuldigung, bitte schreck mich nicht. Hey, keine Sorge, später sprichst du auf dir. Aber es war einen Mann in Prinzessin Peachs Leben gibt? Sie ist eine so reizende Dame, wen immer sie auch liebt. Er muss etwas ganz Besonderes sein. Oh, ich hoffe, ich bin es. Kennst du einen Ort, den man Sternstuppengipfel nennt? Er befindet sich nahe des Schlosses. Ein sehr romantischer Ort. Das ist definitiv der beste Platz für ein Rendezvous, glaub mir. Vielleicht solltest du weißt schon, die Prinzessin fragen, ob sie nicht dorthin begleitet. Meinst du? Hallo Mario, ich bin modemäßig immer von einem Trend und ich muss sagen, dein Outfit ist einfach fabelhaft. Es steht dir wirklich gut. Ja, die neuen Farben. Ich will die alten NES-Farben hier. Noch ein Pinguin. Oh, ich komme aus der Repräsentant von... Achso, ich komme als Repräsentant von Bibber City. Ich bin dort Bürgermeister. Meine Güte, sieht doch, wie spät es schon ist. Ich muss noch zusammen mit Frosty ein paar Souvenirs besorgen. Ich komme aus Kuperheim. Das ist ganz in der Nähe. Oh, mir wurde gerade die Ehre zugeteilt, mit Prinzessin Peach zu sprechen. Was für eine wundervolle Dame sie doch ist. Ja, dann lass uns doch auch mal mit ihr sprechen. Ist sie hier? Dies ist die Prinzessin Peach Gemächer. Aber sie ist gerade nicht da. Okay, da dürfen wir also nicht rein. Gucken wir mal oben. Oh, da hier zur Seite. Nope, hier ist nichts. Dann gucken wir hier bei Endless Stairs. Ich bin doch in der Ausbildung, Sir. So viele Gäste. Mein Herz schlägt so den ganzen Tag wie eine Kesselpauke. Alter. Der arme Tod. Oh mein Gott, hey. Es ist angenehm ruhig hier ohne Gäste. Ah, wie herrlich, das ist die Musik geht leiser. Ja? Dann sollen wir schon nah dran sein. Das sieht ganz schön aus hier. Mit dieser Blume und... Keine Ahnung. Wer setzt sich hier eigentlich hin? Ist hier ein Fenster? Kann man sich hier irgendwas anschauen? Ist hier so ein High Plasma TV? Keine Ahnung. Jedenfalls. Oh, hi. Prinzessin Peach hat sich in ihre Gemächer zurückgezogen. Ja, das sagen irgendwie alle von euch. Aber richtig Infos geben tut ihr mir nicht. Ah, hier ist ein Fenster. Schaut mal. Schöne grüne Pixel. Boah, schöner Ausblick, du. Da ist sie! Peach! Ah, Mario, du bist hergekommen, um mich zu sehen. Du bist so süß. Vielen Dank. Ich wollte gerade etwas ausruhen. Es ist sehr ermüdend, all die Gäste zu begrüßen. Hier wird uns niemand stören. Wollen wir ein wenig plaudern? Nur wir zwei? Oh yeah. Heute war ein sehr warmer Tag. Auf dem Balkon ist es sicherlich recht angenehm. Leistest du mir Gesellschaft? Let's go. Wo kommt das? Dieser Lärm! Die Bäume. Nein!
Bowser hat irgendwas unter Peach Schloss gebaut und das kann fliegen. Was zum Henker geht hier ab? Dum, dum, dum. Wir rennen uns im Kreis rum. Ah, ist dir was passiert, Mario? Was in aller Welt war das? Oh nein, sieh doch, Mario. Es ist doch noch helllichter Tag. Aber ich kann die Sterne am Himmel sehen. Wo? Oh. Okay, eigentlich müssten wir jetzt alle rausgezogen werden, aber gut. Lang nicht gesehen, Peach. Bowser, das kann nicht sein. Warst du es, der die Erde eben erzittert ließ? Was hast du getan? Ja, ich war das. Ich habe den Palast in den Himmel entschweben lassen. Er sitzt jetzt auf meiner Festung. Damit hast du nicht gerechnet, was? Ha, der Palast befindet sich unter meiner Kontrolle. Jetzt wirst du mir gehorchen. Hä? Wie, was? Es ist Mario. Oh, was für ein Schock. Haha, nicht wirklich. Ich habe damit gerechnet, dass du deine blöde Nase hier zeigen würdest. Du bist nervig wie eh und je. Unglücklicherweise wirst du diesmal genau gar nichts tun können. Das ist eine Lektion wohl immer noch nicht gelernt, Bowser. Du wirst Mario niemals besiegen können. Warum gibst du einfach gleich auf? Das ist schon wahr. Ich hatte früher diesbezüglich ein paar nicht nennenswerte Probleme. Aber diesmal ist alles anders. Diesmal werde ich gewinnen. Okay, du Held, lass uns tanzen. Let's go. Kämpf gegen Bowser. Mario, du kannst es schaffen. Oh yeah. Okay. Es gibt Sprung-Items-Strategie. Okay, alles wird hier so projiziert. Wie so ein Film im Kino. Sehr cool. Okay, spring einfach mal auf Bowser drauf. Ah, ich weiß nicht, kann ich mehr Schaden machen, wenn ich genau dann A drücke, wenn ich auf ihn lande? Ah! Da hab ich gekratzt. Aua. Aber ist okay. Ich habe noch ein paar hier Leben. Bam! Nee, hat nicht geklappt. Jetzt? Nee, nicht ganz. Der wartet immer mit seinem Angriff so ein kleines bisschen, ne? Bam! Ach Mist, ich mache nicht genug Schaden. Guter alter Mario, immer der brave Pfadfinder. Du gehst mir auf die Nerven, du kleine Perspeule. Aber heute können deine jämmerlichen Attacken nichts gegen mich ausrichten. Sieh dir das mal an. Sieh, was ich aus dem Sternenhafen gestohlen habe. Es ist der Sternstab. Dieses nützliche kleine Ding besitzt die Macht, dir jeden Wunsch zu erfüllen. Wenn ich mir wünsche, dass mich der Sternstab stärker macht, hast du keine Chance gegen mich, Mario! Wow. Das kann doch nicht ernst meinen. Der blufft doch nur. Oh, warte mal, mein Sterneffekt. Wie gefällt dir das, Mario? Wow. Boah, jetzt macht er 3 Schaden. Mehr als das Doppelte. Okay, wir müssen aufpassen. Wir sterben gleich. Ich mach keinen Schaden? Ist das alles, was du kannst? Du kämpfst wie ein Mädchen! Das hat gar nicht wehgetan! Was sollst du nicht sagen? Peach kann auch noch angreifen, du. Also diesem Spiel nicht, aber irgendwann bestimmt. Oh oh. Kann nicht mehr lange aus. Kann ich irgendwie verteidigen oder so? Kannst es nicht ausführen. Okay, ich kann gar nichts. Okay, verstanden. Wie ich mir dachte, Mario, ist für mich kein Gegner mehr. Mir ist die Zeit zu schade, mit dir herumzuplänkeln. Es wird Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Halt dich fest, Mario. Gute Nacht. Boah, 10 hätte ich damit one-shotten können vorher. Hat extra gewartet. Und wie Peach guckt. Oh nein, Mario, steh auf! Ja, oh ja, ich hab's geschafft. Endlich habe ich meinen Erzfeind Mario besiegt. Ja! Ich gratuliere euch zu eurem Sieg, eure Boshaftigkeit. Ihr seid ein würdiger König.
Solange ich den Sternschlag besitze, gehen alle meine Wünsche in Erfüllung. Niemand kann mich jetzt noch aufhalten. And who's gonna stop me? Nun gut, ich glaube, es ist an der Zeit, Mario zu entsorgen. Er kann ohnehin keinen Schaden mehr anrichten. Was heißt entsorgen? Wow! Schießt ein Blitz auf uns und wir fliegen davon. Oh nein, Mario! Und Peach wird gefangen genommen. Tja, das war's dann wohl. Bad Ending. Mario ist tot. Bowser hat Peach in die Galaxie entführt. In die Mario-Galaxie. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass ein Wunder erschien. Ja, hier das schon mal das Spiel. Paper Mario, wir sind alle aus Papier. So, Prolog. Das Flehen der Sterne. Das war nämlich gerade nur das Tutorial. Jetzt geht's jetzt richtig los, im Prolog. Und irgendwie hat Mario das überlebt. Ich meine, er hat Main-Character-Plot-Armor, ist klar. Ach ja, und die Sterne. Die sehen Mario und helfen. Boah, wie viele sind das? 7? Oh. Ah, dem Himmel sei Dank. Zwar scheint er verwundet zu sein, aber er wird sicher bald wieder sich erholen können. Aber Bowser hat den Sternenstab. Jetzt ist er viel stärker als Mario. Es ist hoffnungslos. Alles ist verloren. Beruhigt euch doch. Solange wir zusammenhalten, besteht noch immer Hoffnung. Unser Schicksal liegt in Marios Händen. Wir müssen versuchen, ihn wieder zu erwecken. Versammelt euch! Schickt Mario eure Kraft! Das ist wie ein Dragon Ball. Schickt mir eure Kraft! Puh, das war's. Mehr können wir jetzt nicht tun. Mario, bitte steh doch einfach auf. Bitte. Was ist das denn? Ein Gumba-Mädchen. Es hat sich angehört, als wäre jemand vom Himmel geplumpst. Oh, wer mag das sein? Hm? Das rote Hemd? Diese Mütze? Und der Schnurrbart? Sieht fast so aus, als wäre das der einzig wahre und echte Mario. Das kann nicht sein, oder? Der echte Mario? Hey, hey, wach auf, komm schon, auf, los! Oh nein, der rührt sich nicht. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Oh, ich habe keine Ahnung. Papa, Kumpa, Kumpario. Hi, wo bin ich hier? Was machst du hier? Mario, kannst du mich hören? Mario, ich bin Nobelstar, einer der hohen Sterne. Ich muss dir etwas Wichtiges mitteilen. Es ging um die Prinzessin und um das gesamte Königreich. Doch leider habe ich nicht die Kraft, hier mit dir zu sprechen. Du siehst ja schon, wie der Text rumglitscht. Mario, du musst zum Sternschnuppengipfel kommen. Bitte, Mario, wir hohen Sterne warten auf dich am Gipfel. Und dann fängt die Musik an. Oh, wo bin ich hier? Ah, ich sollte die Pilze mal lassen. Au, Mario! Ich bin so froh, dass du endlich wach bist. Hi, Toad. Nummer 5? Du warst seit Tagen ohne Bewusstsein. Alle waren Krankvorsorge um dich. Oh. Dieser Ort hier? Das ist Gumbafoot. Ein kleines Dorf westlich von Toad Town. Die einzigen Bewohner außer mir sind eine Familie von Gumbas. Oh, what? Diese Gumbas sind die nettesten Leute, die du dir vorstellen kannst. Sie haben dich gefunden, als du bewusstlos im Wald lagst. Dann haben sie dich hierher gebracht, um dich zu pflegen. Ich kann mich an was ändern. Wie? Ein Stern mit einem Schnurrbart? Ein Stern hat dir gesagt, du sollst zum Sternstuppengipfel reisen? Mario, du solltest wirklich die Pilze lassen. Ich habe nämlich gar keine Sterne gesehen. Und ganz sicher hat niemand dieses Haus betreten oder verlassen. Ich frage mich, ob du das nicht geträumt hast. Hm?
Oder vielleicht auch nicht? Vielleicht war es eine Art Nachricht von einem der hohen Sterne? Sie leben im Sternenhafen, musst du wissen. Der Sternstuppengipfel befindet sich nahe des Sternhafens. Das ergebe zumindest einen Sinn. Wer weiß? Auf jeden Fall bin ich froh, dass es dir wieder besser geht. Die Gumbas würden sich auch freuen, wenn du sie besuchen würdest. Okay, mach ich. Juhu! Okay, A drücken zum Springen und A drücken zum, Türen öffnen. Alles klar. Ich will raus. Abgeschlossen. Wir sind gefangen. Hi. Hey, Mario. Ich bin Gumbario. Ich bin dein größter Fan. Du kannst dir nicht vorstellen, was es für mich bedeutet, dich zu treffen. Ehrlich. Oh, danke. Autogramm auf deinen Hut, ja? Alter? Ja, ja. Okay. Du auch? Oh, was für eine Freude, Mario, sehr erfreut, dich kennenzulernen. Ich bin so froh, dass du aufgewacht bist. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich in Sorge war, weil du so lange geschlafen hast. Du bist also die Oma hier oder die Mutter. Können wir einfach raus? Bam. Ja, wir können einfach rausgehen. Weiß nicht, ob ich das machen sollte. Ah, hier sind wir gestrandet, okay. Sind hier ganz weit nach unten gefallen. Keine Ahnung, wie wir es überlebt haben. Einfach Undertale-Logik. Aber gut, bei Undertale ist zumindest noch diese Blumen, die einen aufgefangen haben. Hier war ja nix. Hä? Was? Hi? Ich will mich hinter verstecken. Ich komm erst raus, wenn ihr Like da lassen habt. Ah, habt ihr? Ah, okay, dann kann ich ja doch raus. Okay. Hi, du hast mich gerettet, ne? Ich hab dich in meinem Traum gesehen. Mario, du siehst viel besser aus. Ich bin so froh. Ich war wirklich besorgt um dich. Du lagst so im Wald und hast kein Auge mehr aufgemacht. Hä? Was? Okay, die Kamera ist ein bisschen komisch. Aber ich finde das so cool, wenn man so in so ein Gebäude reingeht, dass dann alles sich so auffällt und wieder zusammenklappt. Das ist so cool gemacht. I like it. Du bist Gumpa? Oh, Mario, hallo, Herzchen, nenn mich Guma. Ach, das ist die Oma. Ich bin eine Goomba-Großmutter, daher der Name. No. Hast du schon mal meine lieben Enkelchen getroffen? Sind sie nicht süß? Besonders die kleine Gumbaria sieht genauso aus wie ich, als ich noch klein war. Okay. Nettes Heim. Aber scheinbar das Glück allein. Sie ist ganz allein hier. Oder vielleicht ist hier im Nebenzimmer noch jemand? Ah ja, im Balkon. Hi. Du bist ein Gumpa? Ah, du hast mich erschreckt. Mario, stimmt's? Du bist also endlich aufgewacht. Gut, ich wusste, du würdest dich wieder aufrappeln. Na, mich Gumpa. Ich bin der Großvater dieser Familie. Daher bin ich nun Gumpa. Macht es dir etwas aus, wenn wir später weiter plaudern? Ich bin gerade damit beschäftigt, diese Veranda zu reparieren. Du stehst da einfach nur rum. Wie willst du reparieren? Du hast nicht mal Arme. Oder der pinkelt da runter. Ist auch egal. Ist auch nicht so wichtig. Er kann da sein Ding machen. Und... ja, was ist unser Ding? Was tun wir denn jetzt? Oh, das Mädchen ist weg. Ach, hier ist sie. Hi. Du da. Ich wollte dich auch begleiten, aber Papi hat gesagt, ihr seid zu gefährlich. Deshalb muss ich hier bleiben. Das ist dein Papi. Na gut, mit dem reden wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann danach in der zweiteren Folge dabei seid. Alles klar. Alles klar? Hast du gespeichert? Alles klar. Okay, ich komme davon aus, ja.